Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Ist es mächtig ungemütlich. Ja, und dann wollen wir uns jetzt hier mal umschauen. Ist hier noch irgendwas zu gucken? Man hat ja immer das Gefühl, finde ich, man verpasst was, oder? Oder gehen wir da hoch? Reicht doch schon, oder? Oh, da haben wir was übersehen. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Also wie gesagt, ich habe hier immer das Gefühl, ich vergesse hier was. Ah. Oben ist ein Gegner. Wir haben noch ein paar Bögen. Was ist denn da? Was ist das? Oh. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, Sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Okay. Sonst scheint hier nichts zu sein. Fackel aus. Einfach. Okay. Mein Gott. So. Heute Abend wissen wir nie. Das war ein guter Wladimir hat den Befehl. Was erwartest du? Er tötet gern. Was hat Fackel? Also soll ich jetzt versuchen, die abzulenken, ja? Habt ihr was gehört? Warte, ich seh mal nach. Hilfe, schnell! Wie viel hält er denn aus? Oh. Ja, da bin ich nicht so gut drin, wie ihr seht. Kann man die auch abschießen hier? Haben wir doch schon eine, oder? Meine Güte, auf was man hier alles achten muss. Jetzt looten wir die aber erstmal. Oh.
wieder ein Fähigkeitspunkt. Das ist ja gut. Ah, da hängt auch noch so eine Latüchte hier. Noch mehr Pfeile. Das Spiel, glaube ich, ganz durchspielen will, da hat man also und alles finden will, nicht nur durchspielen, ne? Die ist irgendwo hier drin. Finden Sie. Fangen oder töten. Töten. Das hat so viel Ärger. Vorder. Still, still. Nicht hier. Bereit machen. Sehe gar nichts. Ihr zwei, sucht da drüben. Okay. Okay, mehr kann ich nicht mitnehmen. Das hat ja nicht so gut geklappt, ne? Wie ist der denn? Da oben. Oh, 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 oh. Und das war's. Also was soll ich vielleicht nicht am ganz so späten Abend spielen, was? Ist mir das ja stressig hier. Ah, dann kann man den Quatsch nochmal machen, super. Ah, da kommt er. Oh oh. Falsch, falsch abgesprungen. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Gar nicht, oder? Jetzt kann ich das nochmal machen. Aber wo geht's denn hier weiter? Ach da. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Aber das habe ich gesehen. Und da seht ihr es wieder, ungeschnitten. Ah, die nächste Laterne. Ah. Wie mache ich denn jetzt hier? Ich muss ja hier irgendwo eine Fackel ankriegen, oder? Ist ja nichts mehr drin.
Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Okay. Jetzt kann ich mir den hier so schön angucken. Und dann? Passiert aber nichts. Auch gut. Jetzt gehe ich doch in die falsche Richtung, oder? Ich bräuchte jetzt hier mal so eine Fackel. Ah, da. Aber komme ich mit Fackel hier hoch? Liegen lassen, ne? Dass wir am nächsten Lager auch mal was verbessern können. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unsere Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Okay. Merkwürdig, merkwürdig. Merkwürdiger Laden hier, oder? So, da war ich schon. Okay, wieder was freigeschaltet. Ich schaffe das. So ein schönes, warmes Lager, oder? Sieht schlecht aus. Und das Bein erstmal. Mit Gott hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Oh doch. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsbund ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Ja, jetzt wird stressig, glaube ich. Okay.
Gott sei Dank, er lebt. Na, jetzt aber. Ah, da. So. Ich quatsche deswegen so wenig dazwischen, damit ich euch die Stimmung nicht versaue. Jetzt werden wir erstmal hier noch Fähigkeitspunkte. So, was? Was ist denn clever? Erfahrung, aha. Was gibt's denn hier? Tierische Instinkte, halten Sie Augen offen, um schwer zu finden Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Okay. Ich glaube, das ist clever. Dann kann man schneller die Waffen leveln. Und da gucken wir auch mal eben. Bogen-Upgrade. Ah. Gewickelte Sehne, auf jeden Fall. So, dann, ja, machen wir Schluss für heute. Und schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son Play for Fun.